Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Interviews vor den Abgeordnetenhauswahlen 2016. Heute sind wir im Haus des Berliner Verlages am Alexanderplatz und treffen einen Mann, der sich selber als Linker im 21. Jahrhundert beschreibt. Mit den Leitthemen Solidarität und Menschlichkeit möchte die Linke nach den Wahlen wieder in Berlin mitregieren. Man fordert Investitionen in Bildung, in Wohnungen oder in die öffentlichen Dienste. Doch wer soll diese Investitionen bezahlen? Darüber und über vieles mehr sprechen wir heute mit dem Spitzenkandidaten und mit dem Landesvorsitzenden der Linken. Herzlich willkommen, Herr Lederer. Hallo. Herr Lederer, Sie wurden im Juli vom RBB mit folgendem Satz zitiert: Wer sich der Realität verweigert, ist unwählbar. Die Linke ist laut aktuellen Umfragen bei 18%. Sehr stark, gerade im Vergleich zur Bundespartei oder im Vergleich zu anderen Bundesländern. Ist die Berliner Linke realistischer mit ihren Forderungen und Ideen als anderswo? Auf alle Fälle haben wir in Berlin ja schon mal die Situation gehabt, zwei Legislaturperioden mitzuregieren. Und gerade eine Stadt wie Berlin mit ihren einstmals geteilten Stadthälften, wo wir im Osten ganz besonders stark waren, im Westen zeitweise kaum messbar, hat das natürlich auch was bewegt. Wir haben hier in Berlin die ganze Bundesrepublik wie ein Labor in gewisser Weise. Also Ost und West sind hier so nah beieinander wie sonst kaum irgendwo. Und die Berlinerinnen und Berliner haben 10 Jahre erlebt, wie es ist, wenn Linke mit Politik machen. Wir haben es ja nicht alleine getan. Und jetzt haben wir 5 Jahre Oppositionsarbeit geleistet und vielleicht ist es auch so, dass einfach aus dieser Erfahrung heraus, die haben das schon mal gemacht, die haben dabei vielleicht auch Fehler gemacht, aber die haben auch ein paar Sachen bewegt für die Stadt, nimmt man uns vielleicht auch ab, dass wir bei dem, was wir da fordern, einen sehr, sehr genauen Blick auf das haben, was innerhalb der nächsten 5 Jahre, vielleicht auch innerhalb der nächsten 10 oder 20 Jahre hier für Berlin gilt. Und das ist erstmal eine gute Ausgangsbasis und dann hoffen wir am Ende, dass das nach dem 18. September auch noch dieselben Zahlen sind. Also am Ende steht vor allem noch ein Wahlakt. Die Linken haben in Berlin knapp 26 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch ein sehr unterschiedliches Wählerpotenzial in Ost und West. Warum ist die Linke im Osten so viel stärker? Also es ist ja tatsächlich so, dass bestimmte historische Erinnerungen in den Köpfen sehr, sehr lange nachhallen. Also ich bin jetzt 42 Jahre alt, ich war in der Wendezeit 15, so 74 geboren, die Mauer wurde 61 gebaut. Und trotzdem kann ich mich erinnern, als ich als Landesvorsitzender das erste Mal an der Seestraße beim Friedhof war, am 17. Juni, dass dort Proteste stattfanden, dass Leute uns gesagt haben, verschwindet ihr, ihr habt hier nichts zu suchen. Heute ist das ganz anders. Wenn ich heute auf den Friedhof Seestraße gehe und dort dann auch die Hinterbliebenen oder die Überlebenden des 17. Juni treffe, dann gibt es da eine große Offenheit, dann hat sich da ganz schön viel verändert. Und trotzdem erlebe ich auch heute noch, dass man dann sagt, Mauermörderpartei, niemals nicht, findet auf gar keinen Fall statt. Also gerade in so einer Stadt wie Berlin, mit so sehr, sehr unterschiedlichen historischen Erfahrungen über eine sehr, sehr lange Zeit, also mindestens seit 61 bis 89, ja tatsächlich auch mit der Mauer, aber auch davor, die sowjetische Besatzungszone und die westlichen Besatzungszonen, die ja doch sehr, sehr unterschiedlich sich entwickelt haben, das ist etwas, was prägt und das wird sicherlich auch über Generationen bleiben. Nun hat die Partei auch Veränderungen durchgemacht. Wir sind im Jahr 2005 bis 2007 in der Zeit zusammengegangen mit der WASG im Westteil, die insbesondere in Westdeutschland stark war, in Berlin gar nicht so sehr, aber insbesondere in Westdeutschland stark war, die sich aus den gewerkschaftlichen Milieus prägte, die von der SPD enttäuscht waren. Und naja, ich denke mal, man nimmt auch Menschen meines Alters ab, die den größeren Teil ihres Lebens in der Bundesrepublik verbracht haben, die natürlich auch nochmal ganz andere Erfahrungen mitbringen, auch ganz andere Erfahrungen der Gegenwartsgesellschaft mitbringen. Uns nimmt man sicherlich auch ab, dass wir in Bezug auf die ja doch zum Teil recht finstere Vergangenheit und das Erbe der SED, das zweifelsohne auch unser Erbe ist, tatsächlich einen sehr, sehr offenen und auch einen sehr, sehr selbstkritischen Umgang pflegen, auch wenn jetzt Menschen wie ich ganz unmittelbar damit nichts zu tun hatten. Das gehört zur Geschichte meiner Partei dazu. Dazu muss man auch immer wieder stehen, damit muss man sich auch immer wieder auseinandersetzen und vielleicht ist es auch der Grund, dass wir das hier in Berlin doch mit zum Teil sehr, auch sehr schmerzhaften Prozessen und durchaus auch mit Verlust von Wählerzustimmung, wie wir das getan haben, dass sich da im Westen sukzessive was ändert. Wir hatten jetzt bei den letzten Wahlen im Westen stabil zweistellige Ergebnisse. Das war vor 10 oder 15 Jahren undenkbar. Nach den aktuellen Umfragen wird es wahrscheinlich, dass das nächste Parlament 5 bis 6 Parteien beinhaltet. Das bedeutet, es wird höchstens eine Regierungskoalition zwischen 3 Parteien möglich sein. Experten sehen Rot-Rot-Grün als wahrscheinlichste, wenn nicht als einzig mögliche Variante. Sehen Sie das genauso? Also, wir haben ja eine Partei, die hier jetzt seit 27 Jahren regiert, die SPD. 10 Jahre haben wir gemeinsam mit Ihnen regiert.
Fünf Jahre haben sie es jetzt gemeinsam mit der CDU getan. Und in den letzten 5 Jahren ist hier vieles leider nicht angepackt worden, was hätte angepackt werden müssen. Da werden wir ja sicherlich nachher auch noch drüber sprechen. Die SPD ist da relativ flexibel. Für sie ist, glaube ich, am Ende entscheidend, dass sie hier irgendwie weiter regieren kann. Das ist natürlich was, was uns überhaupt nicht reicht. Sondern wir haben da ein paar inhaltliche Vorstellungen, die uns auch sehr wichtig sind, die wir hier politisch auch umsetzen wollen. Und das ist für uns natürlich der Maßstab. Wenn, wie sich das augenblicklich zeigt, auch in anderen Bundesländern zeigt, diese klassischen Konstellationen, zwei große oder eine größere Partei tut sich mit einer kleineren zusammen und dann gibt es Zweierkonstellationen, wenn das durch die Veränderungen im Parteiensystem immer unwahrscheinlicher wird, dann werden sich die Parteien auch daran gewöhnen müssen, dass es nicht mehr so läuft, wie es ehedem lief. Also dann kann auch die SPD, so wie sie sich jetzt darstellt und wie sie sagt, eigentlich, wir rechnen nach wie vor mit einer Zweierkonstellation. Ich habe ja ein gewisses Verständnis dafür, das ist einfacher, wenn man nur zu zweit am Tisch sitzt. Aber in Thüringen beispielsweise ist auch deutlich geworden, dass eine sehr, sehr starke Linke mit zwei vergleichsweise kleinen Partnern, den Grünen und den Sozialdemokraten, die Grünen knapp über 5%, die SPD knapp zweistellig, doch auch sehr vertrauensvoll und durchaus auf einer Ebene zusammenarbeiten können. So, das ist am Ende die Frage, die entscheidend ist. Reicht es für die Inhalte? Also kann man sich verständigen? Und hat man das Vertrauen und auch entwickelt man auch gegenseitig einen Stil im Umgang miteinander, der es erlaubt, die Stadt insgesamt voranzubringen? Also wo es nicht nur einfach darum geht, dass man jeweils besser dasteht als die anderen. Also man kann nicht alle können jederzeit gleichermaßen Opposition und Koalition spielen und dann permanent von den Ergebnissen des gemeinsamen Regierungshandelns nicht wissen wollen. Aber dieser Stil, dieses auf Augenhöhe, dieses miteinander um die besten Lösungen streiten und dabei auch nicht eitel auf vermeintliche Führungsrollen zu gucken, ich glaube, dass das zunehmend immer wichtiger wird, dass Wählerinnen und Wähler auch merken, ob politische Parteien bereit sind, um der gemeinsamen Lösung willen, auch mit anderen sich vernünftig an den Tisch zu setzen und über gemeinsame Lösungen zu reden. Am Ende ist es so, wir wissen ja tatsächlich nicht, was am 18. September passiert. Man kann jetzt spekulieren. Ich habe den Eindruck, CDU und SPD haben sich nicht mehr allzu viel zu sagen. Sie hatten sich in den letzten 5 Jahren auch selten was zu sagen. Wenn ich das aus meiner Parlamentsbeobachterperspektive sagen kann. Und insofern wird es was Neues brauchen. Und möglicherweise ist es in der Tat am Ende die einzige Konstellation. Das würde von allen drei Partnern, potenziellen Partnern, doch ein sehr, sehr ernsthaftes Aufeinanderzugehen erfordern. Und da ist dann irgendwie mit Machtspielchen nicht allzu viel zu machen. Dann kommen wir jetzt zu den Inhalten. Berlin muss brennen, heißt es unter dem Video, das Linksextreme der Rigaer Straße Anfang Juli nach der rechtswidrigen Teilräumung ins Internet stellten. Bei der darauffolgenden Demonstration gab es 123 verletzte Polizisten. Wie positionieren Sie sich zu linker Gewalt? Also generell ist politische Gewalt inakzeptabel. Also es kann nicht angehen, dass man versucht, durch Bedrohung von Menschen, durch Sachbeschädigung oder was auch immer, eigenen politischen Inhalten zu einer stärkeren Öffentlichkeit zu verhelfen. So, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Insofern sind auch diese Ereignisse keine Ereignisse, die unseren Beifall finden. Wenn in dem Zusammenhang aber tatsächlich darüber geredet werden muss, was braucht die Stadt jetzt eigentlich und was wäre jetzt eigentlich angesagt, dann sage ich umgekehrt, aber auch der Innensenator muss ein bisschen aufpassen. Also seinen Wahlkampf nach 4,5 Jahren nichts tun, jetzt darauf zu konzentrieren, dass man einen ganzen Stadtteil abriegelt und dass man dann eben auch noch, Sie haben auf die Rechtswidrigkeit dieser Teilräumung hingewiesen, dann im Grunde auch noch offenbar auf Zuruf von irgendeinem wendigen Investor dann dort mehrere Hundertschaften reinschickt und den ganzen Kiez in Belagerungszustand versetzt. Während umgekehrt ein Haufen Fragen öffentlicher Sicherheit hier in Berlin offenbar unbearbeitet bleiben oder auch Bürgerinnen und Bürger in ihren Erwartungen, dass ihnen die Polizei da hilft, wo sie wirklich gebraucht wird, dann auch nicht helfen. Sowas geht eben auch nicht an. Und da sage ich, ich wünsche mir jetzt eigentlich, und da sind wir ja zum Glück nicht allein, dass sich die Beteiligten dort, insbesondere der Anwohnerinnen und Anwohner, das Bezirksamt und auch die Beteiligten an diesem Konflikt an einen Tisch setzen und sich verständigen darüber, wie man in diesem Kiez jetzt zu einer vernünftigen Lösung kommt. Das ist doch das Einzige, was hilft. Also die Polizei in Berlin, die eine gute Arbeit macht, muss auch vernünftig geführt werden. Es ist letztlich ihre Aufgabe, deeskalierend zu wirken, nachhaltig und vor allem in der Tat eben auch rechtmäßig zu wirken. Und eigentlich wäre es die Aufgabe eines Innensenators, genau dafür zu sorgen. Er ist kein Polizeisenator und die Berliner Polizei ist vor allem auch nicht seine Wahlkampftruppe. Was würden Sie denn besser machen? Wie würden Sie das Problem an der Rigaer Straße lösen? Also ich denke, dass das
schon von Anfang an ein ganz anderes Aufeinanderzugehen hätte stattfinden müssen. Also die Eskalation sozusagen, für die eine Seite kann man nichts und für die eine Seite sozusagen ist man, da ist die Möglichkeit schwer, darauf Einfluss zu nehmen. Aber wenn die öffentliche Hand, wenn der Bezirk, wenn die Polizei sagt, wir müssen hier gemeinsam eine Lösung suchen, wenn Anwohnerinnen und Anwohner und bezirkliche Verwaltung, aber eben auch die Polizei, als die für die Sicherheit und Ordnung im Kiez Zuständigen, sich an einen Tisch setzen, hat man erstmal eine ganz andere Ausgangslage. Da kann man nämlich anders miteinander diskutieren und dann legitimiert man im Übrigen auch nicht mittelbar entsprechende Eskalation von Seiten der Leute in solchen Projekten. Das ist doch ganz überschaubar. Das heißt, sich zusammenzusetzen und zu deeskalieren, ist ja auch nicht neu. Ich meine, wie oft hatten wir das in Berlin schon? Ich erinnere mich daran, in den 80er Jahren um den 1. Mai rum regelmäßig regelrechte Polizei- und Krawallfestspiele gehabt in Kreuzberg und in der Innenstadt. Es war damals unter Rot-Rot, womit Erhard Körting der Versuch gemacht wurde, einfach mal andere Polizeitaktiken auszuprobieren, die Taktik der ausgestreckten Hand, die Taktik der Deeskalation. Und das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann war dieser Tanz vorbei. So, es zeigt sich also, dass man mit polizeilichen Taktiken, mit Deeskalation und vor allem mit einem auf die Leute zugehen von Seiten des Staates durchaus in der Lage ist, eine deeskalierende Politik zu machen. Also der Polizeieinsatz sollte immer die Ultima Ratio sein, wenn gar nichts anderes mehr geht. Aber wenn es von vornherein darauf angelegt wird, dass es richtig kracht, damit man sich im Wahlkampf vernünftig präsentieren kann, dann ist es für den Innensenator gänzlich inakzeptabel. Nach den Anschlägen in Frankreich und Bayern gilt laut dem Innensenator auch noch in Berlin eine anhaltend hohe abstrakte Gefahr. Planen Sie, die Stadt sicherer zu machen? Also erstmal muss man schon, glaube ich, nochmal darauf hinweisen, dass Berlin im Maßstab eine der sichersten Städte ist, die es hier gibt in Europa. Das ist schon so. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man immer noch an ein paar Stellen auch Dinge tun kann. Man kann also, und das sollten wir auch, und Herr Henkel hat es im Übrigen auch vor 5 Jahren im Rahmen des damaligen Wahlkampfs schon angekündigt, nur passiert es nicht allzu viel, tatsächlich mehr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte einstellen, die Qualifikation auch entsprechend, also die gut auszubilden und gut auszustatten, damit sie in der Lage sind, ihren Beruf ordentlich zu machen. Das ist eigentlich das, was man am ehesten machen kann. Sehen Sie die Vorgänge, die wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben. Das sind eigentlich Vorgänge, die auf eine Art dramatisch sind, dass man schwerlich in der Lage ist, dagegen Schutz zu organisieren. Also wenn Menschen, zum Beispiel beim IS, muss man ja keine Eintrittskarte unterschreiben, man muss gar nicht mit denen in Kontakt kommen. Man muss einfach nur entsprechend handeln, wie sie aufrufen. Das ist eigentlich jedem Menschen möglich und gerade wenn es nicht mehr unter Einsatz von beispielsweise Sprengstoff oder Schusswaffen passiert, sondern wenn das im Grunde als individuelle Terrorakte geschieht, unter Einsatz von ganz normalen Gegenständen oder von Autos oder von, ne, also wo jeder rankommt, dann können Sie im Extremfall gar nicht verhindern, dass Menschen, die sich dann positiv beziehen auf solche Terrorgruppen, solche Taten verüben. Oder eben jemand anders, der jetzt meint, dass er als Neofaschist am 5. Jahrestag der fürchterlichen Morde in Utøya jetzt hier im Grunde nochmal seine besondere Aria-Rolle dadurch zum Ausdruck bringt, dass er wild auf Migrantinnen und Migranten schießt. Das sind Menschen, die da selbst mit totaler Überwachung, werden sie die nicht bekommen, mal abgesehen davon, dass irgendjemand das ja auch alles auswerten muss, also wer soll das eigentlich tun? Dieses Sammeln von Unmengen Daten hilft ja auch nur weiter, wenn irgendjemand in der Lage ist, das dann auch noch nachzuvollziehen, auszuwerten und entsprechend zu handeln. Also die Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen, man wird durch ein immer größeres Maß an Überwachungsstaatlichkeit letztlich trotz alledem die Wahrscheinlichkeit solcher Anschläge nicht herabsetzen. Das Einzige, was man wirklich tun kann, ist, die Leute zur Vorsicht und Besonnenheit aufzurufen, umgekehrt dafür zu sorgen, dass man sich nicht so ängstigt, dass wir das, was wir an Miteinander, an gemeinsamen Lebendigen in dieser Stadt haben, jetzt quasi prophylaktisch auch noch zurückschrauben und eben uns weniger frei bewegen oder weniger frei fühlen. Das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht genau das Falsche. Solide Polizeiarbeit ist am Ende dann auch immer noch die beste Möglichkeit, solchen Tätern gegebenenfalls auf die Spur zu kommen. Aber eine absolute Sicherheit, die werden wir nicht organisieren können. Und da hilft dann am Ende unterm Strich nur, wie kann man soziale Ursachen von Gewalt, wie kann man soziale Ursachen von solchen Zuspitzungen, auch von Menschen, die in solche Extremsituationen geraten, wie kann man da was gegen tun? Und das ist was viel Zeit, was viel Kraft kostet, was man nicht wird von heute auf morgen erledigen können. Insofern, so traurig das klingt, wir werden uns in einem gewissen Maß daran gewöhnen müssen, dass solche Anschläge geschehen. Und wir müssen versuchen, besonnen und mit einem großen Maß an Vorsicht, aber eben trotzdem ohne unsere Freiheiten einzuschränken, dann eben unser Leben einfach auch weiterleben. Weiter mit dem Thema Wirtschaft.
Sie setzen sich für eine Rekommunalisierung ein, beispielsweise im Energiewesen oder bei Wohnungen. Warum? Also bei Energie, auch bei Wohnungswesen, auch bei Verkehr geht es ja letztlich erstmal um öffentliche Dienstleistungen, auf die jeder angewiesen ist. Also wenn ich das Thema Verkehr nehme, also unser Berliner öffentlicher Personalverkehr, Personennahverkehr, so schlecht er zum Teil funktioniert, im Vergleich zu anderen Großstädten immer noch zum Teil ganz gut, aber es ist eben das einzige wirklich voll verfügbare Netz, mit dem jede und jeder unabhängig vom Geldbeutel, auch unabhängig von möglichen persönlichen Beeinträchtigungen in der Lage ist, sich hier in der Stadt von A nach B zu bewegen. Also wir müssen noch mehr für Barrierefreiheit tun, wir müssen auch noch was für eine bessere Taktfrequenz tun, wir wollen den auch ausbauen, also anstatt hier die teure Kanzler-U-Bahn, hätten von Anfang an stärker, finde ich, auf beispielsweise den Ausbau des Straßenbahnnetzes, auch in den Westteil der Stadt, für die Kosten hätte man 200 Kilometer Straßenbahn bauen können, das muss trotz alledem weiter passieren. Und Private, das zeigen alle Erfahrungen, sehen zunächst erstmal zu, wie sie ihren Schnitt an den ganzen Geschichten machen. Und wenn dann darüber hinaus durch vertragliche Vereinbarungen sie auch noch gezwungen werden können zu investieren, dann tun sie auch das. Aber es ist erstmal von vornherein so, dass jeder Private, der dort ein Investment tätigt, seinen Gewinn rausziehen will und nicht per se das öffentliche Ziel, den öffentlichen Zweck der Infrastrukturen im Blick hat. So, und gerade bei Verkehr, bei den Investitionen, die da nötig sind, oder Wohnen, bei den hohen Investitionen, die nötig sind, um nicht irgendwelchen Wohnraum hier in Berlin zu schaffen, sondern bezahlbaren, also auch für untere und mittlere Einkommensschichten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, da ist aus unserer Sicht einfach kein Platz für Gewinnerwirtschaftung. Und wenn wir das letzte Beispiel nehmen, die Netze und die Energieerzeugung, also die Zeit der großen fossilen Energieträger ist vorbei. Also wir haben hier noch ein paar Kraftwerke stehen, aber im Großen und Ganzen ist völlig klar, auch Berlin wird in 15, in 20, in 25 Jahren die Energiewende schaffen müssen. Also möglichst weniger Energie verbrauchen, als wir selbst erzeugen können. So, das geht nur regenerativ. Da muss man die Netze umbauen, dass überall eingespeist werden kann, aber auch überall Energie entnommen werden kann. Das können die derzeitigen Netze nicht. Die sind völlig auf die alten fossilen Energieträger fixiert. Und wenn wir, und gerade wenn wir nicht so viel Kohle haben hier in Berlin, also und damit meine ich jetzt das Geld und nicht den Energieträger, gerade wenn wir nicht so viel Geld haben zu investieren, dann ist es doch relativ schlau, dieses Geld dann am Ende auch komplett in die öffentlichen Infrastrukturen zu stecken und nicht dafür zu sorgen, dass es nach Schweden oder nach Frankreich oder irgendwo nach Westdeutschland in eine Konzernzentrale abfließt. Jedoch sind viele der Privatisierungen unter Rot-Rot geschehen. Der RBB hat getitelt, man hat sein Tafelsilber in der Zeit verkauft als Linken. Wie passt das zusammen, dass die Linke jetzt etwas ganz anderes fordert? Also die öffentlichen Wohnungsunternehmen zum Teil waren so hoch verschuldet, dass sie von sich aus Wohnungsbestände verkauft haben, um liquide zu bleiben, also um nicht pleite zu gehen. Die sind zum Teil dann in den 90er Jahren mit Zusatzaufgaben versehen worden. Man hat ihnen in die Eigenkapitalbasis gegriffen, um den Haushalt damit gegen zu finanzieren. Also die öffentlichen Unternehmen waren in einem verheerenden Zustand. Und was Rot-Rot gemacht hat, ist im Jahr 2003 oder 2004 war es, glaube ich, eine große Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen. Das war die GSW. Und zwar in einer extremen Situation, wo uns die Opposition damals einen Haushalt weggeklagt hat und plötzlich von heute auf morgen 2 Milliarden Euro fehlten. So, da war jetzt die Alternative, verkauft man die oder holt man aus einem laufenden Jahreshaushalt 2 Milliarden. Also keiner hatte eine Idee, wie man das hätte irgendwie kurzfristig bewerkstelligen sollen. Ansonsten haben wir dann relativ schnell, nämlich 2005, der SPD abgehandelt. Wohnungsbestände werden nicht mehr angefasst, es werden keine Wohnungsbestände mehr verkauft. Wir haben verhindert, dass Thilo Sarrazin Vivantes verkloppt. Wir haben verhindert, dass die Berliner Landesbank, die ja vom Bankenskandal, der ist ja durchaus noch ein Begriff, schwer gebeutelt war, an Private verkauft wird. Das hat der Sparkassen- und Giroverband übernommen, deswegen gibt es hier immer noch das Rote S und die Sparkasse. Und so könnte man das jetzt fortsetzen. Also wir haben den Großteil der Landesbetriebe saniert und vor der Privatisierung gesichert. So, die Ausnahme, wie gesagt, ist die GSW oder eins war noch die königlich-preußische Porzellanmanufaktur, die das Land Berlin mit zweistelligen Millionenbeträgen jährlich bezuschusst hat, damit man kein besonders attraktives, teures Porzellan für die gehobenen Schichten an den Markt bringen kann. Da sage ich aber auch heute, ich sehe nicht ein, warum die öffentliche Hand solche Betriebe führen muss. Sie haben jetzt gerade Investitionen angesprochen, einmal in Polizei, einmal in Rekommunalisierung, in Wohnungen. Das hört sich alles ziemlich teuer an. Berlin ist das Bundesland mit 60 Milliarden Schulden und das sind die zweitmeisten Schulden im Vergleich der Bundesländer. Wird es mit den Linken neue Schulden geben?
Also das ist nicht unser Plan und das wäre auch nicht richtig. Die Frage ist, ob man umgekehrt jetzt in Größenordnung Schulden abbauen sollte in einer Zeit, in der die Zinsersparnis im Grunde vernachlässigbar ist. Also heute ist es ja so, wir haben eine historische Niedrigzinsphase. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, wie wild Schulden abzubauen und stattdessen auf Investitionen verzichten, machen wir einen großen Fehler. Weil das weiß jede und jeder, der selber Investitionen unterlässt. Wenn ich jetzt die Schulden weiter verfallen lasse, wenn ich jetzt nicht in die öffentlichen Infrastrukturen investiere, dann kostet mich in 5 oder 10 Jahren möglicherweise das Doppelte, Dreifache oder Fünffache. Also wir schleppen quasi so einen verdeckten Schuldenberg dann mit uns rum. Was wir wollen, ist zum einen, dass das Geld, was wir jetzt an zusätzlichen Einnahmen haben, und Berlin ist ja anders als noch vor 10, 15 Jahren, inzwischen jährlich mit Überschüssen aus den Haushaltsjahren rausgekommen. Also der Sanierungskurs, der damals schmerzhaft war, wo man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle übers Ziel hinausgeschossen ist, seit 2010, seit 2011 haben wir dieses Problem nicht mehr, sondern seit 2010, 2011 werden jährlich Überschüsse erwirtschaftet. Und das ist das, was ich SPD und CDU vorwerfe. Anstatt diese Überschüsse zu investieren, anstatt dafür zu sorgen, dass die städtische Infrastruktur in Ordnung gebracht wird, anstatt dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich auch im öffentlichen Dienst wieder einstellen, wurde jetzt das völlig Sinnlose mit Schulterklopfen, man hat sich dann auf die Schulter geklopft und hat gesagt, wir haben jetzt hier ein paar Milliarden abgebaut, also 2, glaube ich, waren es am Ende. Wo ich sage, die 2 Milliarden, die hätte die Infrastruktur Berlins dringend nötig gehabt und außer zu beweisen, dass man eine gute schwäbische Hausfrau ist, hat man niemandem damit einen Gefallen getan, aber der Staat ist eben auch kein schwäbischer Haushalt. Die Spaltung in Arm und Reich ist eines der größten Probleme in Berlin. Nun steht die linke Partei vor allem dafür, dies bekämpfen zu wollen. Wie wollen Sie das konkret umsetzen? Mit welchen Maßnahmen? Also am liebsten wäre mir natürlich, wenn wir dieses unsägliche Hartz-IV-System irgendwie abschaffen könnten und wenn wir aufhören könnten, Sie sagen, das können wir in Berlin nicht. Das wissen Sie natürlich selbst. Das ist Bundesrecht ich sage auch gleich vorneweg, wir werden das durch Landespolitik nicht einfach kompensieren können. Also das, was durch Hartz IV, durch Langzeiterwerbslosigkeit, durch die Chancenlosigkeit zum Teil zweiter oder dritter Generation an Spaltung zwischen Arm und Reich produziert wird, das kann man landespolitisch nicht einfach drehen. Aber wir haben in Berlin natürlich trotzdem ein paar Chancen. Also wenn ich über Mieten- und Wohnungspolitik rede, wenn ich sage, wir brauchen hier tatsächlich Wohnraum in Größenordnung zu Einstiegsmieten, die nicht erst bei 6,50 Euro beginnen. Wenn ein Ein-Personen-Haushalt von Hartz-IV-Beziehern nur 5,71 Euro zugestanden bekommt. Ja? Oder wenn, was ja einen Großteil der Berliner Familien betrifft, die 1050 Euro haben im Monat, den muss ich mit Einstiegsmieten von 6,50 Euro oder 8 Euro nicht kommen. So, also indem man was für die Bremsung des Mietenanstiegs tut und indem man den öffentlichen Mietensektor ausbaut, tut man für solche Leute natürlich auch was. So. Und dann gibt es so die Kleinigkeiten. Also wir haben den Berlin-Pass hier in Berlin, also die Möglichkeit, zu günstigeren Konditionen öffentliche Leistungen in Anspruch zu nehmen. Beispielsweise steht jeder Hartz-IV-Bezieherin, jedem Hartz-IV-Bezieher im Monat 25 Euro für Mobilität zur Verfügung. Im Hartz-IV-Satz. Unser Berliner Sozialticket kostet deutlich mehr. Die Maßnahmen, die Sie gerade angesprochen haben, wie wollen Sie die finanzieren? Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich also sowieso investiere. Also wenn ich sowieso sage, wir müssen hier eine Investitionsoffensive starten in die öffentliche Infrastruktur und die legen wir auf 10 Jahre an und da wird es um Milliardeninvestitionen gehen, dann ist die Frage, ob man darüber nochmal mit relativ überschaubarem Aufwand Menschen, die nicht die Qualifikation von vornherein mitbringen, zusätzlich den Berufseinstieg ermöglicht, das ist überschaubar. Auch die Kosten, die ich genannt habe für den Berlin-Pass, das hält sich in Grenzen. Auf keinen Fall sind es dreistellige Millionenbeträge. So. Also gemessen an den Summen, die wir hier insgesamt gerade so bewegen und über die wir hier sprechen, kann man hier mit wenigen Mitteln schon eine ganze Menge erreichen. Sie haben das Thema gerade schon angerissen, dass die prekären Lebensverhältnisse auch etwas mit steigenden Mieten zu tun haben. Jetzt treten Sie dafür ein, dass mehr Wohnungen in öffentlicher Hand sind und auch gebaut werden sollen. Wo sollen diese Wohnungen entstehen, in welchen Gebieten? Naja, wenn es nach mir geht, eigentlich über die Stadt verteilt. So. Wir haben die Möglichkeit, zum einen durch durchaus auch kreative Weiterentwicklung des vorhandenen Wohnungsbestands noch eine Menge zu machen. Potenziale sind längst nicht ausgeschöpft. Also die Frage beispielsweise, ob man in bestehende Häuser durch Dachgeschossausbau und durch andere Maßnahmen zusätzlichen Wohnraum schafft,
Letztlich ist es natürlich auch die Frage, wir brauchen vornehmlich kleinere und mittlere Wohnraumgrößen, wie man durch Wohnumbau und die Schaffung barrierefreien Wohnraums was hinbekommen kann. Und zum Teil, meine Erfahrung ist, mit den Leuten rechtzeitig gesprochen, sie auch einbezogen bei der Entwicklung des Kiezes, wird es auch hier und da Nachverdichtungen geben. Und die Leute wehren sich da auch nicht wirklich gegen, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass es über ihre Köpfe hinweg passiert. Was für Frust sorgt, ist, wenn derselbe Bausenator, der am Potsdamer Platz einen Großinvestor vom Wohnungsbau befreit, weil denen ja die Lautstärke am Leipziger Platz nicht zuzumuten sei, während dieselbe Leipziger Straße kaum einen Kilometer weiter direkt an die Straße die Bäume weggeholzt und auch noch gegen die entsprechende Bauplanungsvorgabe ein mehrere geschossiges Wohnraum genau sozusagen mitten in den Kiez gestellt wird und die Leute kriegen als letzte die Information, was hier mit ihnen gemacht wird. Da verstehe ich auch die Frustration und die Säuernis, dass die Leute dann sagen, wir sind doch hier nicht nur die Adressaten, sondern wir wollen hier irgendwo zumindest Partnerinnen und Partner von Stadtpolitik sein und ernst genommen werden. Da verstehe ich die Frustration. Also wir haben hier tatsächlich eine ganze Menge auch an neuem Wohnungsbau zu leisten. Mir ist wichtig, dass das nicht im Dienste der Immobilienlobby passiert. Also hier drehen sich ja viele Kräne, sehen Sie doch. Bloß welche Kräne drehen sich da, für wen drehen die sich? Und was entstehen dort für Wohnungen? Entstehen dort Wohnungen für die Berlinerinnen und Berliner, die dringend Wohnraum suchen? Oder sind das die Kapitalanlage für die Globetrotter, die finden, dass sie mangels anderer Anlagemöglichkeiten in der Boomstadt Berlin jetzt gerne mal eine Eigentumswohnung hätten, die sie dann vielleicht in 10 oder 15 Jahren für den doppelten oder dreifachen Preis weiterverkaufen können? Das ist nicht die Form von Wohnungsbau, die wir hier in Berlin brauchen, sondern tatsächlich den durch öffentliche Wohnungsbaugesellschaften betriebenen. Und da muss ich sagen, also die 1600 jährlichen Wohnungen, die Herr Geisel jetzt angekündigt hat, die er in den nächsten 10 Jahren bauen will, was dann summa summarum 16.000 Wohnungen macht, mit einem Einstiegspreis von 6,50, sprachen wir schon drüber, das wird es nicht bringen. Sondern was wir vorgeschlagen haben, ist zu sagen, die Eigenkapitalbasis der Wohnungsbaugesellschaften müssen wir jährlich, und das haben wir jetzt auch im Haushalt schon beantragt, also das Geld war auch da, um 200 Millionen aufstocken, mit dem Ziel, Stück für Stück tatsächlich im unteren und mittleren Preissegment die Wohnungsbestände auszubauen. Nun ist Wohnungsbau ein Bereich der mittelfristigen Stadtentwicklung. Ja. Und wir haben das Problem, dass in vielen Kiezen und vielen Bezirken die Gentrifizierung ein wenig entschleunigt sein muss. War die Mietpreisbremse Ihrer Meinung nach ein Erfolg? Die Mietpreisbremse war von vornherein eine Propagandashow. Es ist ja schon seinerzeit vom Mieterverband genauso gesagt worden, wie auch von uns damals aus der Opposition heraus, dass eine Mietpreisbremse, die so eingeführt und angelegt wird, keine realen, nachhaltigen Wirkungen entfalten kann. So, sie wird noch nicht mal den Anstieg dämpfen. Das war ja eigentlich das Ziel. So, die Gentrifizierung schreitet voran. Ich habe vorhin auch schon deutlich gemacht, dass bestimmte Dinge hätten viel schneller gehen können und eigentlich auch viel schneller gehen müssen. Nun haben wir aber den Salat, wie er ist. So. Wir haben also jetzt nur noch die Möglichkeiten, über Bebauungspläne, über Milieuschutzsatzungen oder eben auch über die qualifizierte Entwicklung von neu zu erschließenden Flächen, was ja hier in der Stadt auch da, hier und da passieren wird, die Möglichkeit, von vornherein anders ranzugehen und von vornherein die Möglichkeiten privater Kapitalverwertung dort zu unterbinden oder zu begrenzen. Eine zentrale Forderung der Linken ist ein umfassendes Investitionsprogramm in die Berliner Schulen. In was genau soll investiert werden? Also investiert werden muss erstmal natürlich in die Schulstruktur an sich. Also wir haben ein paar sanierte Schulen, die sind in einem Top-Zustand, aber wir haben viele Schulen, und das ist ja auch immer wieder durch die Presse gegangen, die sind halt in einem erbärmlichen Zustand. Und die Stückwerktätigkeit der letzten Jahre, immer mal hier ein paar Millionen und da mal ein paar Millionen an die Bezirke zu geben, die dann auch noch in der schwierigen Situation sind, noch nicht mehr über das Personal zu verfügen, das dann auch zu verbauen, das wird uns nicht mehr weiterhelfen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann haben wir in 100 Jahren den Sanierungsstau in den Schulen noch nicht abgetragen. Das heißt, wir müssen in der Tat gucken, wie wir die Bezirke dabei unterstützen, in Größenordnung. Und wir reden hier wirklich über insgesamt einen Sanierungsstau von 5 Milliarden Euro. In den nächsten 10 Jahren ganz viel Geld klug und effektiv zu verbauen. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, nachdem man jahrelang gar nicht gebaut hat. Und ja auch nicht so ist, dass die Bauingenieure hier alle Schlange stehen, um im Berliner öffentlichen Dienst zu den Konditionen anzufangen und zu arbeiten. Dann kommt ein zweites Problem dazu. Dadurch, dass die Stadt wächst, haben wir im Grunde jetzt schon ein Defizit von 70 Schulen. Also Schulgebäude, die uns fehlen,
um die reguläre Beschulung für alle neu hinzugekommenen Kinder und Jugendlichen oder jetzt hier geborenen Kinder und Jugendlichen sicherzustellen. Das heißt, auch der Neubau muss ganz, ganz dringend angepackt werden. Und wenn ich jetzt derzeit so die Zahlen aus der Senatsfinanzverwaltung, aus der Senatsschulverwaltung, es dauert 9 Jahre, einen Schulbau hinzustellen. Da sage ich, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass von der Bedarfsfeststellung bis zur Eröffnung 9 Jahre an so einem Schulbau gebaut wird. Und deswegen haben wir eben auch gesagt, wir wollen schon zur Unterstützung auch eine entsprechende Einheit schaffen, entsprechende Kredite aufnehmen, die dann in der Lage sind, sehr zielgerichtet und effektiv, gegebenenfalls auch nach vorhandenen Baumustern Schulen im Stadtgebiet zu errichten. Wir haben über die Themen Wirtschaft und Bildung gesprochen. Das sind auch Themen, die eng mit dem Thema Integration verbunden sind. 2015 kamen sehr viele geflüchtete Menschen nach Berlin. Ende 2016 sollen insgesamt 70.000 registriert sein. Wie wollen Sie diese Menschen integrieren? Also das Wichtigste ist schneller Zugang zu Bildung, schneller Zugang zu Arbeit, schneller Zugang zu sozialen Kontakten in die Gesellschaft rein. Und das Erste, was passieren muss, ist, dass diese unwürdigen Massenunterkünfte aufgelöst werden und ersetzt werden durch menschenwürdige Unterkünfte. Über das Thema Wohnen und Mieten haben wir vorhin schon gesprochen, sozusagen. Das Problem ist nicht neu, es ist durch die Geflüchteten nicht verursacht worden. Man muss eher einfach nochmal einen Zahn zulegen, weil zu den 125.000, 130.000 fehlenden Wohnungen kommen halt nochmal 25.000 dazu, Haushalte. Mhm. So. Aber das Wichtigste ist in der Tat der Zugang zu Kindertagesstätten, der Zugang eben auch zu Regelklassen, also nicht dieses in Willkommensklassen, die Sprache erlernen ist in Ordnung, aber sobald es beendet ist, müssen die Geflüchteten nach Möglichkeit schnell den Zugang zum regulären Schulsystem haben, damit sie die Chance haben, auch in dieser Gesellschaft wie alle anderen möglichst schnell rauszukommen aus so einer Situation staatlicher Alimentierung. Das ist auch für sie selber im Übrigen ganz, ganz unerträglich, über Monate lang, über gegebenenfalls auch Jahre, wenn die Anerkennung sich zieht, dann immer abhängig zu sein, nicht arbeiten zu dürfen, keine Möglichkeit zu haben, den eigenen Lebensunterhalt sich selbst zu erwerben. So. Also das ist das ganz, ganz Zentrale. Und wir haben ja im letzten Jahr was ganz Großartiges erlebt. Also das Versagen der öffentlichen Verwaltung hier kompensiert worden ist durch tausende Ehrenamtliche, die gesagt haben, wir packen jetzt einfach mal an. Wir machen keine Demonstration zur Oranienstraße und halten Schilder hoch, sondern wir lösen jetzt einfach mal das Problem, was hier durch staatliches Nichthandeln verursacht worden ist. Das ist ganz toll. Und dahin zu kommen, dass endlich dieses ewige Flickwerk aufhört. Also wir haben jetzt nicht mehr diese unwürdigen Szenen vom Lageso. Wir stehen jetzt nicht mehr draußen, sitzen aber drin. Die Situation ist immer noch dieselbe. Ja, an vielen Stellen ist nach wie vor die Ansprechbarkeit von Ansprechpartnern in der Verwaltung nicht gewährleistet. Wir haben nach wie vor das Problem, dass die Bargeldauszahlung nicht in dem Maße funktioniert. Da können wir mal die Frage aufwerfen, wie viele haben jetzt schon die Gesundheitskarte? Das ist jetzt alles seit langer Zeit angekündigt worden, zieht sich immer noch viel zu sehr. Das heißt, der erste Schritt ist auch in dem Bereich, die öffentliche Verwaltung dazu in die Lage zu versetzen, ihre Aufgabe zu erfüllen, damit die vielen Berlinerinnen und Berliner das machen können, was ja eigentlich ihre große Stärke wäre, nämlich da zu sein, ansprechbar zu sein und diese sozialen, diese Nachbarschaftsbeziehungen, dieses Miteinander, zusammen zum Sport gehen, zusammen ins Theater zu gehen, Gemeinschaftserlebnisse zu haben, gemeinsam auch was auf die Beine zu stellen im Kiez, Feste zu machen, Kulturereignisse zu machen, dass dafür die Kraft bleibt, anstatt sich darum kümmern zu müssen, dass die menschenwürdigsten Grundbedingungen erfüllt sind. Das ist jetzt das Wichtigste. Nun machte Sarah Wagenknecht Ende Juli Schlagzeilen, indem sie das "Wir schaffen das" der Kanzlerin Angela Merkel kritisierte. Zitat: Die Kanzlerin müsse dafür sorgen, dass sich die Menschen in unserem Land wieder sicher fühlen. Wie steht die Berliner Linke zu dieser Position? Also ich erinnere mich, das war ja kurz nach den Anschlägen in München, in Würzburg. Also ich kann total verstehen, dass Menschen da auch Sorgen und Ängste haben. Dass sie also sagen, wenn das jetzt hier im Wochenrhythmus passiert, das wird unser Leben fundamental verändern. Auf der anderen Seite glaube ich, den Zusammenhang zwischen den Geflüchteten im vergangenen Jahr und diesen Taten, der lässt sich schon deswegen nicht herstellen, weil die Geflüchteten, das waren jetzt nicht diejenigen, die da im letzten Jahr zu uns gekommen sind. Der Deutsch-Iraner ist letztlich hier groß geworden. Also es sind sozusagen alles Produkte unserer Gesellschaft, wenn wir so wollen. Und das jetzt auf den Rücken der Flüchtlinge abzuladen oder einen Zusammenhang herstellen zu wollen,
zwischen denjenigen, die ja zum Teil genau vor diesen Islamisten geflüchtet sind oder eben vor Assad-Truppen geflüchtet sind oder in anderen Weltregionen, in Afghanistan, vor dem Terror von Al-Qaida geflüchtet sind, in einen Zusammenhang zu stellen mit solchen Attentaten, das halte ich in der Tat für falsch. Das ist auch, hat einen falschen Zungenschlag. Und dafür hat sich Sarah Wagenknecht ja auch Kritik eingefangen, dass es genauso verstanden werden konnte. Was ich richtig finde allerdings ist, es reicht nicht aus zu sagen, wir schaffen das, sondern es muss in der Tat dafür gesorgt werden, dass Länder und Kommunen, und die sind die, die die Hauptlast tragen werden, die eben Bildung, Ausbildung, Studienmöglichkeiten, auch die Infrastruktur, wo die Leute wohnen, bereitstellen müssen, dass die damit nicht alleine gelassen werden. Und das ist dann auch schon eine Erwartung. Damit distanzieren Sie sich ja zumindest ein Stück weit von Wagenknecht, weil es ging ja schon so ein bisschen in die Richtung, zumindest hieß das auch so oft in der Kritik, dass es ein wenig in die rechtspopulistische Richtung ging. Hat Sie das geärgert, dass es für Sie kommt, dass ja dieser Diskurs innerhalb Ihrer Partei so ein bisschen zur Unzeit vor der Wahl jetzt? Das ist also okay, naja, ich meine, dass Debatten, wo am Ende nicht so richtig nachvollziehbar sind, warum die eigentlich geführt werden, in einem Wahlkampf nie besonders schön sind, unbenommen. Aber nein, für mich ist es auch eine ganz, ganz prinzipielle Frage, dass Linke sich besonders vorsehen müssen. Da wird jetzt viel Geheimnis und unterstellt, das will ich mal gar nicht tun. Sarah Wagenknecht hat am nächsten Tag ja durchaus auch nochmal erklärt, dass es ihr primär darauf angekommen ist, deutlich zu machen, dass es bei dem Bekenntnis nicht stehen, der Kanzlerin nicht stehen bleiben kann, sondern dass dem auch Taten folgen müssen, auch von Seiten der Bundesregierung. Da gebe ich ihr absolut recht. Aber wenn man da so einen Zungenschlag drin hat, der auch interpretierbar ist als das Fischen im trüben, braunen Wasser, sowas ärgert mich, sowas ist auch unnötig und vor allem sowas, finde ich, sollte und kann sich eine Linke nicht leisten. Berlin braucht eine leistungsfähigere Verwaltung, die auch mit den Herausforderungen einer wachsenden Stadt fertig wird. Welche Veränderungen planen Sie im öffentlichen Dienst? Also wir haben ja jetzt die Situation, dass bis zum Jahr 2025 ungefähr die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Berliner öffentlichen Dienst altersbedingt in Rente gegangen sein werden. Das ist schon ganz schön fett. Also innerhalb der nächsten 7 Jahre, innerhalb der nächsten 9 Jahre auf im Grunde 50% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten zu müssen. Das bedeutet für uns natürlich auch, schon wenn wir nur den derzeitigen Mitarbeiterstandard halten wollen, müssten wir jährlich 5.000 Leute einstellen. 5.000. Die warten jetzt auch nicht alle und stehen Schlange, zumal hier auch viele andere attraktive Arbeitgeber vor Ort sind. Die Bundesregierung, die auch besser zahlt. Das Land Brandenburg, was in Teilen auch besser zahlt. Wenn ich an beispielsweise die derzeitigen Tarife für Erzieherinnen und Erzieher im Kita-Bereich in Brandenburg und in Berlin schaue, dann hat Berlin dann extremen Nachteil. Wäre ich ein junger Berufsanfänger, würde ich mir schon überlegen, ob ich mich in die S-Bahn setze und bis Oranienburg fahre. Das heißt, wir müssen Mehrfaches. Wir müssen zum einen dafür sorgen, dass der Berliner öffentliche Dienst auch bezahlungsmäßig attraktiv ist. Es war absolut nachvollziehbar und ich glaube auch gerechtfertigt, als wir hier in ganz großen Haushaltsschwierigkeiten steckten. Sowas zu machen wie einen Tausch Arbeitszeit gegen Lohneinbußen. Es musste aber auch klar sein, dass wenn die Situation wieder besser ist, und inzwischen ist sie das, dass wir dann wieder auf das Niveau gehen, was im Bundesdurchschnitt gilt. Sonst haben wir keine Chance. Extremer wird das ja noch bei Berufen, die jetzt auch seltener sind und auch sehr gefragt sind. Bauingenieurinnen, Bauingenieure, Amtsärztinnen, Amtsärzte. Ich meine, wenn ich mit einer privaten Praxis oder im Krankenhausbereich wesentlich lukrativer wegkomme, als wenn ich hier im öffentlichen Dienst eine Beschäftigung annehme, dann muss ich wenigstens denjenigen, die enthusiastisch sind und sagen, ich würde hier im Bezirksamt Friedrichshain Amtsärztin werden, eine Perspektive bieten und unbefristete Jobs und ne, wenigstens das Niveau an Bezahlung, was woanders auch bezahlt wird. Und dazu braucht es Personalentwicklung. Im nächsten Jahr soll endlich der Flughafen BER eröffnen, Stand jetzt. Es hat bisher 6 Milliarden Euro gekostet und wir haben mittlerweile 6 Jahre dann Verspätung. Wer ist verantwortlich für diese Misere? Auf alle Fälle die Kontrollierenden, das ist so. Und mit Sicherheit auch die Ausführenden. Also die Kontrollierenden, indem sie einerseits sich darauf verlassen haben, dass die Flughafengesellschaft als Ausführende das schon irgendwie alles hinbekommt und sich da offenbar auch in den Aufsichtsräten haben erzählen lassen, im Himmel ist Jahrmarkt. Auf der anderen Seite aber auch nicht nachgefragt haben. Also, dass eigentlich erst mit den ersten Bauverzögerungen ein nennenswerter Stab von Leuten auf Seiten der öffentlichen Verwaltung eingerichtet worden ist, um mal gegenzulesen, was einem da so an Aufsichtsratsunterlagen auf den Tisch gelegt wird, das ist eigentlich ein Armutszeugnis.
Und gerade nach dem Berliner Bankenskandal und nach den Erfahrungen mit den Berliner Unternehmen in den 90er Jahren waren wir ja hier 2001 oder auch 2002 explizit mit dem Ziel angetreten, mehr Transparenz, bessere Kontrolle, an die kürzere Leine. So, das ist eindeutig schiefgegangen hier. Und wie der Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus herausgefunden hat, spielt die Rolle, die Klaus Wowereiter hatte, keine zu geringe Rolle. Also dieses, wir kommen mal gegebenenfalls auch nochmal mit einem neuen Wunsch hier und dann kommt die Politik gegebenenfalls auch nochmal mit einem neuen Wunsch da. Das hat das alles verteuert, es hat das alles unberechenbarer und unkontrollierbarer gemacht. Und auf der anderen Seite ist es eben offenbar auch so, dass je größer der Druck wurde, den Termin dann auch zu halten, desto unsäglicher der Umgang innerhalb des Unternehmens mit Aufträgen, mit Kontrolle von Auftragserfüllungen. Und ganz offenbar hat man sich auch gegenseitig die Taschen darüber vollgehauen, wie die tatsächlichen Problemlagen sind. Und wenn innerhalb eines öffentlichen Unternehmens so ein Klima existiert, wo alle dicht halten und so tun, als sei die Welt in Ordnung, dann ist das schon ein ziemlich grundlegendes Problem. Es hilft ja nichts, als wenn wir das Ding irgendwie fertig bauen müssen. Soll ja fast fertig sein. Im nächsten Jahr, hoffentlich. Da hat ein Sprecher des Unternehmens jüngst gesagt, dass... Nein. So, jetzt gehen ja Experten davon aus, dass eventuell, wenn der BER mal eröffnen sollte, die Kapazitäten nicht mehr ausreichend sind für den Andrang von Touristen oder Fluggästen, die hier in Berlin nach Berlin kommen oder von Berlin fliegen. Sollte Tegel als Ersatz nicht offen bleiben? Also da gibt es erstmal schon ein rechtliches Problem. Der Flughafen in Schönefeld, der BER, hat ja als Rechtsgrundlage ein Planfeststellungsverfahren, einen Planfeststellungsbeschluss. Und der sagt ganz eindeutig aus, dass mit der Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld Tegel zu schließen ist. Galt für Tempelhof schon genauso. Nun gut, Tempelhof ist jetzt zu. Ich finde aber generell, dass die Zeit innerstädtischer Flughäfen vorbei ist. Also wenn wir uns überlegen, mit welcher Taktdichte im Augenblick in Tegel Flugzeuge starten und landen, also haben wir alle schon erlebt, das ist auch hundsgefährlich. Also es ist alles im bewohnten Gebiet. Wenn da wirklich mal was passiert und Start- und Landephase sind da wohl, wenn die Luftfahrtexperten recht haben, die neuralgischsten Punkte, also da kann es am ehesten gefährlich werden. Wenn da mal wirklich was passiert, dann haben wir ein Riesenproblem. Und in Schönefeld ist ja schon mal ein Flugunfall passiert in der Nähe von Bohnsdorf. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen, wie das wäre, wenn das über ein dicht besiedelten Gebiet hier in Berlin passiert. Das ist schlicht nicht akzeptabel. Ich finde aber auch generell, man muss mal die Frage aufwerfen, ob es immer ein neuer Standort oder immer derselbe Standort ist, der immer größer ausgebaut werden muss. Wir haben nicht weit von hier, und wenn man das mit einer Intercity-Express-Strecke verbinden würde, noch einen anderen Flughafen, der nicht ganz klein ist, Halle-Leipzig. Also darüber nachzudenken, wie man vernünftige Verkehrskonzepte zwischen Schiene, Luftverkehr, Autoverkehr so miteinander verbindet, dass am Ende die existierenden Kapazitäten vernünftig genutzt werden. Und nicht sich die Standorte gegenseitig dann auch noch mit hohen Investitionen und nicht unerheblichen ökologischen und sonstigen Konsequenzen dann gegenseitig das Leben schwer machen. Das will mir nicht in den Sinn, und das ist im Übrigen, würde ich dann an Richtung all derjenigen, die finden, dass man dann immer Standortkampf machen muss. Nee, es ist, die Konkurrenz ist nicht immer der beste Weg. Manchmal ist eine vernünftige, abgesprochene Zusammenarbeit einfach auch schlauer. Ich wünschte mir, dass wir bald in die Situation kommen, dass man von Schönefeld starten kann und dort auch landen kann. Und dass die Verkehrsverbindungen dorthin, auch von der Innenstadt her, so organisiert sind, dass man nicht anderthalb Stunden unterwegs ist. Herr Lederer, zum Abschluss stellen wir Ihnen noch ein paar persönliche Fragen und würden Sie bitten, immer nur ganz knapp in einem Satz zu antworten. Womit können Sie sich am ehesten identifizieren? Fahrrad oder U-Bahn? U-Bahn. Hertha oder Union? Union. Sarah Wagenknecht oder Dietmar Bartsch? Ich find dieses Duo eigentlich als Duo nicht schlecht. Und da muss man sich auch nicht entscheiden. Beide haben Stärken und Schwächen. Chris Durkin oder Frank Castorf? Frank Castorf. Currywurst oder Döner? Vegetarisch das eine oder das andere? Gibt es beides. Okay. Schwalbe oder Vespa? Schwalbe. Udo Lindenberg oder die Ärzte? Die Ärzte. Prinzenbad oder Schlachtensee? Prinzenbad. Neukölln oder Charlottenburg? Neukölln. Tempelhofer Feld, Freifläche oder Wohngebiet? Freifläche.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Lederer. Morgen treffen wir zum nächsten Wahlinterview Daniel Wesener, Landesvorsitzender von Bündnis 90 den Grünen.